Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von World of Warcraft, und zwar das Gnom-Startgebiet. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge hatten wir die große Ehre, dass wir unseren König kennenlernen durften, den Hochtüftler Mekkadrill, der steht auch hier hinten noch. Und ja, wir haben angefangen, hier ein wenig aufzuräumen auf dem Platz. Der toxische Flugplatz war so unser Tätigungsbereich. Ja, und hier drüben ist wieder eine Quest erschienen, die werde ich gleich mal annehmen. Heute an meiner Seite ist mein kleiner Dell, mein entwaffnender mechanischer Begleiter. Ich dachte mir, das Haustier passt ganz gut hier in den Bereich. Kann ich euch helfen? So, was haben wir denn hier? Worauf wartet Jesup? Der Kataklysmus öffnete tiefe Spalten unter der Höhle der Frostmähen. Trocks stürmten daraufhin aus ihren Bauten. Es gelang ihnen, die Trolle, die dort lebten, zu verjagen. Und das gleiche Schicksal blüht auch uns, wenn wir nicht handeln. Hochtüftler Mekkadrill hat den bekannten Demolierer Jessup McCree angeheuert, um die Spalten zu versiegeln und den Ansturm der Trocks zu beenden. Er hat uns noch nicht mitgeteilt, ob es ihm gelungen ist, die Trocks aufzuhalten. Würdet ihr in seinem Lager nahe der Höhle der Frostmähen südlich des toxischen Flugplatzes nach ihm suchen? Richtig. Natürlich, machen wir gerne. Wo muss ich denn da hin? Ah, das ist ganz da unten. Ansonsten scheint hier aber keine neue Quest erschienen zu sein. Also machen wir uns gleich mal auf den Weg. Da müssen wir einmal quer drüber. Durch dieses giftig Grüne möchte ich eigentlich nicht laufen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass man da Schaden von bekommt. Ah, da ist wieder der Rahmob. Soll ich den mitmachen? Hier drüben, den meinte ich. Den haben wir nämlich schon in der letzten Folge gelegt. Ach, ich lasse ihn mal für andere Spieler übrig. Wahrscheinlich würde der ohnehin nur wieder eine Tasche droppen. Das ist zwar sehr, sehr praktisch, aber ich denke, für meine Kleine reichen erstmal die zwei Taschen, die wir schon bekommen haben. Plus unseren Rucksack, da sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Oh, und ich sehe gerade, ich habe die neuen Items noch gar nicht ausgerüstet. Schande über mein Haupt. Das sollte man ja immer gleich machen. Ich bin zumindest jemand, der das, wenn er das nicht gleich macht, das ganz gerne mal vergisst. Wobei man ja, oder ich denke mal, die meisten von euch, die schon länger World of Warcraft spielen, werden mit ihren neu angefangenen Charakteren wahrscheinlich die accountgebundene Rüstung tragen. Da fällt das ja fast komplett weg, das Neuausrüsten. Entdeckt Höhle der Frostmähen. Was geht euch durch den Kopf? Ah, das ist ein Zwerg. Worauf wartet Jesup? Die Tunnel zu sprengen ist nicht schwer, aber dafür brauche ich mein Team und meine Ausrüstung. Vorher kann ich nicht anfangen. Fort mit euch! Gleich zwei neue Quests. Wenn ein Berg versetzt werden soll, kann ich das übernehmen. Außerdem kann ich für euch auch Berge auftürmen. Gut, gut. Bringt meinen Sprengstoff zurück. Wir werden jede Menge Pulver brauchen, um die Höhlen zum Einsturz zu bringen. Keine Ahnung, ob die verdammten Trocks das wussten, als sie meine Vorräte stahlen und meine Demolierer entführten. Das Ergebnis ist dasselbe. Ich kann nichts in die Luft jagen, wenn ich kein Pulver habe. Geht nach Süden zur Höhle der Frostmähen und tötet alle Trocks, die ihr seht. Jeder von ihnen könnte meine Pulverfässer dabei haben. Mögen eure Reisen sicher sein. Vermisst. Für solche Aufträge bringe ich normalerweise meine ganze Belegschaft von Demolierern mit. Mit etwas Hilfe bei der Pulverherstellung, der Herstellung der Sprengladung und dem Rest von unserem Zeug wird alles viel schneller fertig. Diese verdammten Trocks haben meine Jungs überall rund um die Höhle der Frostmähen in Käfige gesperrt. Jetzt stehe ich ganz allein da, ohne das Personal, das ich für das Vorhaben brauche. Würdet ihr die Demolierer finden, die die Trocks eingesperrt haben und sie aus den Käfigen befreien? Na, das machen wir doch. Kein Problem. Da vorne ist auch schon so ein Unglückseliger. Wer liegt denn da? Ach, das ist einer von den toten Frostmähen. Der hat auf jeden Fall ein Fässchen dabei. Das sieht man ja auf seinem Rücken. Wie viel brauchen wir davon? 7 Stück? Alles klar. Und ich kann stolz auf mich sein. Ich habe tatsächlich mal dran gedacht, den Autoloot anzumachen. Das hatte ich ja vorher mal vergessen.
Danke, dass ihr mich rausgeholt habt. Ja, kein Problem. So, da drüben ist noch einer von denen. Ja, der hat auch ein Fässchen dabei. Und da oben. Huch. Für meine Kleine sind sogar die Stufen hier zu hoch. Aber ich liebe ja das Volk der Gnome total. So, 3 von 7. Der da drüben schläft. Ich bin außer Reichweite. Bist du außer Reichweite? Es ist zu weit Ach, da entfernt. kann ich nicht drauf schießen. Beziehungsweise zaubern in meinem Fall. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, euch zu sehen. Doch, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Huch. Ach, das ist ein anderer Spieler. Ich habe eben schon gedacht, was ist das denn für ein cooler Rahmob? Aber das ist dieses Fluggerät, was man als Ingenieur herstellen kann. Mir will gerade der Name nicht einfallen. Habe ich aber auch. Ich muss näher ran. Habe ich mir sogar Es selber auch ist zu weit hergestellt. entfernt. Ach ja, stimmt. Hier muss ich ja draufhauen. Endlich jemand, der kein Trock ist. Wie viel von den kleinen Kameraden muss ich denn noch befreien? Noch 3 Stück? Aua! Also, Unverschämtheit hier. Kickt mich hier einfach durch die Luft. Die sind hier ja wirklich im ganzen Gebiet verteilt. Oh, ich wollte gerade sagen, greift er mich nicht an? Der hat auch gesagt, endlich jemand, der kein Trock ist. Ich muss näher ran. 5 von 6. Dann schnappen wir uns den hier drüben noch. Was die hier wohl bauen? Scheinen ja hier ganz eifrig am Holzhacken zu sein. Wow. Da haben die ja wirklich ganze Arbeit geleistet. Die ganzen toten Trolle, die hier rumliegen. Wahnsinn. Oh, von denen habe ich schon alle. Okay, dann muss ich noch einen Gefangenen befreien. Ist da drüben schon wieder jemand drin, ne? War ja klar, dass du jetzt hier noch ankommst. So, retten wir den kleinen Kerl noch. Ich bin frei, ich bin wirklich frei. Oh, da will ich jetzt nicht nochmal komplett durchlaufen. Autsch. Aber die machen nicht viel Schaden. Da laufe ich jetzt einfach mal weiter. Der verfolgt mich jetzt zwar ein bisschen, aber der wird schon bald von mir ablassen, denke ich. Ja, wunderbar. Huch, da sind wir ja schon. Hallo? Habt ihr meine fehlenden Vorräte gefunden? Ja, das haben wir. 7 Stück. Na, so gefällt mir das schon besser. Vielleicht sprengen wir doch noch irgendwas in die Luft. Man sieht sich. Ihr habt meinen Dank und den der Männer, die ihr gerettet habt. Ich habe die Jungs schon die Ausrüstung in der Höhle aufstellen lassen. Bald sollte alles bereit sein. Eine unvollendete Aufgabe. Mein Team hat die Pulverfässer und den Zünder bereits am Ende der Höhle im westlichen Teil der Höhle der Frostmähen angebracht. Ihr müsst nur dorthin vordringen und den Zünder aktivieren. Dann explodiert das Pulver und der Tunnel bricht ein. Dann werden die Trocks die Tiefen der Erde nicht mehr verlassen. Mechadrill wird mit den restlichen Trocks leichter fertig werden, wenn ihr Anführer, der sich selbst als Boss Brugon bezeichnet, ausgeschaltet ist. Viel Glück, Yvain. Seid auf der Hut. Die Höhle ist da drüben. Das ist ja alles hier im näheren Umkreis, sehr schön. Die Kleinen kann man hier jetzt leider nicht mehr befreien, aber da wird bestimmt bald der nächste Abenteurer kommen. Der schläft. Dann laufe ich einfach mal frech an ihm vorbei. Was hat der denn da auf dem Rücken? Sind das kleine Schädel? Oder Pilze? Sieht ja komisch aus. Eier? Ich mag ja Höhlen in Spielen nicht sehr gerne. Da verlaufe ich mich nämlich immer. Ja, da geht's schon los. Eine Sackgasse. Wobei die Höhlen hier am Anfang ja noch nicht so groß sind. Wobei im Startgebiet der Nachtelfen gibt es die Grabhügel von Banetil. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr dort gequestet habt. Also da kann man sich schon sehr gut verlaufen. Ist das ein Ramob? Ja, wunderbar. Aber ich glaube, da spinnt mein Addon ein wenig. Der heißt bestimmt nicht nur O oder 0.
Wo ist denn jetzt hin? Den habt ihr doch eben auch hier gesehen. Kann der sich unsichtbar machen? Das glaube ich aber eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass das ein Bug war. Nö. Okay, schade. Den hätte ich doch gerne mitgemacht, wenn wir schon mal hier sind. Ich bin ja immer so ein, Ramobjäger. Den kleinen Lepraknoben von vorhin habe ich nur nicht gemacht, weil ich den letzte Folge schon mitgemacht habe. Und ich den anderen Spielern nicht wegnehmen wollte. Da hinten ist der Boss. Und da, nein, irgendwo müssen wir doch hier noch was betätigen. Ah, da hinten, alles klar. Schnappen wir uns den hier noch vorne dran. Der wird uns wahrscheinlich ohnehin angreifen. Was habe ich denn hier? Ah, Zeichen der Pfote. In Haustierkämpfen erhalten Erfahrung um 200% erhöht. Ah, das ist dieses Haustier-Event, was momentan ist. Huch. Und Stufe 5 erreicht. Wunderbar. Neue Fähigkeit Feuerschlag. Ja, das wumst immer ordentlich rein. Au, die kicken einen ja ganz schön durch die Gegend. Oh, und ich glaube, hier fällt jetzt auch alles zusammen. Da sollte ich mich mal beeilen, dass ich hier wegkomme. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich den Schalter betätigt habe da hinten. Bin ich vielleicht aus Versehen drauf gekommen oder das startet automatisch, wenn man da hinten in die Ecke läuft. Schnell raus hier. Bin ich noch richtig? Ja. Früher gab es ja in World of Warcraft auch keine Karten von den Höhlen. Da war es noch schwieriger. Aber die Höhle war eigentlich ganz übersichtlich, kann ich mich nicht beschweren. Das müssen wir wieder bei dem Zwergenfreund abgeben, alles klar. McCree. McCree bewegt Berge GmbH. Wie geht's? Ich konnte die Explosion selbst hier oben spüren. Meine Jungs haben die Sprengung gut vorbereitet, aber ohne eure Hilfe hätte uns das nichts genützt. Es ist nur gerecht, wenn ich mein Vertragshonorar mit euch teile. Schließlich habt ihr unsere Aufgabe vollendet. Wunderbar. Und noch etwas. So, dann werde ich meine Sachen packen und mich der nächsten Aufgabe widmen. Irgendwo gibt es immer etwas zu sprengen. Irgendwo gibt es einen Berg, der bewegt werden muss. Oder eine Schlucht, die gegraben werden muss. Dafür bin ich da. Würdet ihr mir vielleicht noch einen Gefallen erweisen? Würdet ihr diesen Bericht zu Hochtüftler Meckertrill in Neutüftlerstadt bringen? Er sollte wissen, dass die Trox seinem Volk in nächster Zeit keine Probleme mehr machen werden. Mögen eure Reisen sicher sein. Logo machen wir das. Jetzt könnte ich eigentlich auch meinen Ruhestein verwenden. Der ist ja immer im Startgebiet automatisch gelegt am Anfang. Allerdings bin ich mir nicht sicher, wie das bei den Gnomen ist, ob die dann vielleicht unten in Gnomerigan rauskommen. Deswegen bin ich mal nicht so faul und laufe das einfach. So weit ist das ja auch wieder nicht. Ach, da werden ja auch die Ramobs verzeichnet. Frickelwelk, das war der Lepragnom und Holzkopf. Das war vielleicht dieser Troll, der einfach verschwunden ist, wo der Name nicht angezeigt wurde. Sieht ja wirklich nicht schön hier aus. Und da steht da auch noch der andere Ramob. Noch kein anderer Spieler hier gewesen. Überhaupt wundert es mich, dass hier zumindest mal in den Aufnahmen habe ich, glaube ich, bis auf den einen großen Spieler noch keine anderen Spieler gesehen, die mit mir hier gestartet haben. Doch ganz am Anfang war noch ein anderes Gnom-Mädchen bei mir. Aber gut, heute ist auch Silvester, vielleicht spielen die Leute da nicht so viel oder fangen nicht gerade einen neuen Charakter heute an, wer weiß. Ich bastle unheimlich gern. Den Spruch finde ich ja am süßesten von ihm. Erinnert mich immer an meinen Papa. Und noch etwas. Willkommen zurück, Yvaine. Der Hochtüftler liest Jesops Bericht. Großartige Neuigkeiten. Ohne die Trox können wir unsere Aufmerksamkeit endlich dem Erker widmen, den Ritzelstoß veranstaltet. Ritzelstoß Handlanger. Unser alter Feind Thermadrat versucht uns mit allen Mitteln vom Wiederaufbau und der Rückeroberung Numerigans abzuhalten. Er ist einer
Er ist einer seiner loyalsten, meine Güte, jetzt hab ich's, Schergen. Ratzlo Ritzelstoß und ein Trupp bestahlter Gnome hat er ausgesandt, um uns zu terrorisieren. Meine Güte, jetzt hatte ich aber wirklich einen Knoten in der Zunge. Sie haben sich in einem alten Arsenal auf der Straße nach Norden verschanzt. Ritzelstoß-Techniker reparieren die Waffen dort. Wir müssen sie aufhalten, bevor die Mechanopanzer einsatzbereit sind. Oh, das hört sich ja gefährlich an. Geht zu Ritzelstoß-Arsenal und eliminiert alle Techniker, die ihr findet. 8 Stück sind das wohl. Okay. Ihr könnt wahlweise bestrahlte Techniker oder Ritzelstoß-Kampfanzüge töten. Da drüben. Einmal quer übers Gelände und bitte nicht gegen hier so einen Pfosten laufen. Ich werde mir jetzt gerade mal unten umlegen, oder habe ich das... Ah, das habe ich festgelegt. Naja, ist nicht so tragisch. Für den Anfang kommt man ja auch so ganz gut aus. Entdeckt Frosthauchtal. Da leuchtet es auch schon wieder ganz giftig grün. Junger Schneeleopard. Ah, da unten sind die. Na dann mal los. Oh je. Wenn die Gnomädchen irgendwie Schaden bekommen, das hört sich ja ganz arm an, wie sie da quieken. 8 Stück brauchen wir. Da vorne ist noch so ein Roboter. Den kann man ja auch nehmen. Diese Mechanopanzer sehen eigentlich auch ganz cool aus. Könnte ich mir auch gut als Mounts vorstellen für die Gnome. Ob es gut ist, mich hier reinzuwagen? Ah, wird schon klappen. Die sind ja nur Stufe 4. 4 von 8. Da drüben ist noch einer. Ja, ich hatte es ja schon in einer der letzten Folgen erzählt. Das Gnome-Startgebiet habe ich maximal zweimal bisher gemacht. Einfach aus Neugierde. Da kenne ich mich gar nicht so gut aus. Das ist nämlich schon ein ganzes Weilchen wieder her. Deswegen bin ich noch gespannt, wie es hier weitergehen wird. Soweit ich weiß, hat man da noch irgendwie einen Bosskampf, wo man zusammen mit Mechatrill und seinen Gehilfen gegen Ritzelstoß, glaube ich, kämpft. Mal schauen, ob wir das... Ja, diese Folge sehen wir das wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht in einer der nächsten Folgen. Noch einen. Und danach geht es ja hier aus dem Gnome-Startgebiet raus in das, ich sag mal, gemischte Gebiet, wo dann auch die kleinen Zwerge questen, Dunmorok an sich. Ja. Muss ich das ganz da hinten wieder abgeben? Okay. Wieder den Weg zurücklaufen. Gut, dass der Schnee hier nicht so hoch ist. Jetzt würde ich ja fast drinne versinken. Ich werde das übrigens so machen, dass ich... Also die Zwerge und die Gnome haben ja wie gesagt Dunmorok, wo sie beide dann ihre Anfangsquests haben. Ich werde Dunmorok mit meiner kleinen Gnomin hier durchquesten und mit den Zwergen werde ich dann wirklich nur das Startgebiet der Zwerge machen. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. So das Gegenstück zu Neutüftlerstadt. Eisklammtal? Ich bin mir unsicher. Das sollte Ritzelstoß ein wenig aufhalten, aber wir dürfen nicht ruhen, bevor er besiegt und das Frosthauchtal sicher ist. Da drüben ist noch eine Quest. Ich hoffe, dass ich die vorhin nicht übersehen habe. Ach je, okay. Doch, die habe ich übersehen, tatsächlich. Da werde ich nochmal zurückgeschickt. Keine Panzer. Wir haben bereits einige Speer bei dem Versuch verloren, herauszufinden, was Ratzlo Ritzelstoß mit all den Mechanopanzern vorhat, die seine bestrahlten Techniker reparieren. Wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Wir müssen handeln, bevor Ritzelstoß seine Anhänger und seine Waffen auf uns hetzt.
In dieser Technogranate befindet sich genügend Sprengkraft, um die Mechanopanzer zu zerstören. Dann wird Ritzelstoß sie nicht mehr verwenden können. Nehmt sie mit nach Norden auf die Straße, die zu Ritzelstoß Arsenal führt, und vernichtet diese Panzer. Alles klar. Das war jetzt natürlich blöd, dass ich die nicht mit angenommen habe, weil das ist genau nochmal, ja, fast derselbe Bereich, etwas weiter hinten. Dann würde ich aber sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen, und falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut!